Mir geht's schon viel besser. Das sieht man dir aber nicht an. Mir geht's aber jetzt viel... messen wir erstmal Fieber. Fieber habe ich nicht. Das wird sich sofort rausstellen. Hm. Die Stirn ist noch ganz schön heiß, mein Junge. Aber mir... Ich weiß, dir geht's schon viel besser. Wo ist der Schwerkranke? Der Onkel Doktor kommt. Onkel Chip! Nein, ja. Lass das bitte unter der Zunge. Mhm. 38,4. Was denn los mit ihm? Ich weiß nicht, Chip, geh lieber nicht so dicht dran. Auch ein bisschen erkältet. Ach so, ich hab gedacht, es hätte dich schlimm erwischt. Ich hol dir deine Medizin. In der Schule haben sie mir gesagt, naja, du wärst ziemlich schwer krank. Dabei ist es nur so ein alberner Virus, der lebt bloß 24 Stunden. Das heißt, morgen Nachmittag, so 3:45, bist du wieder völlig auf dem Damm, mein Junge. Ja, ja, was anderes hast du nicht. Onkel Chad? Ja? Ich möchte dich um einen riesigen Gefallen bitten. Gut, schieß los. So einen riesigen Gefallen gibt's überhaupt nicht, um den du mich nicht bitten dürftest. Probier's. Wenn es nicht was ganz Unmögliches ist, Roger, können wir drüber reden. Ich wollte dich bitten, dass du morgen früh die Zeitung für mich austrägst. Oh nein. Siehst du, gleich auf Anhieb hast du das Unmögliche getroffen. Tut mir leid. Aber Onkel Chad, du sagst doch immer, dass ich dein Lieblingsneffe bin. Ja, ja, bist du ja, aber Zeitungsaustragen ist auch bei Lieblingsneffen nicht drin. Mit dem Lieblingsneffen spielt man Baseball, Fußball, man kauft ihm Eis und Bonbons, kurft mit ihm mit dem Wagen durch die Stadt, aber man trägt keine Zeitungen für ihn aus. Bitte doch deinen Vater. Der arbeitet. Er ist schon seit 5 Uhr morgens unterwegs mit der Müllabfuhr. Na wunderbar. Siehst du, wenn er sowieso schon unterwegs ist, kann er gleich die Zeitungen abliefern, wenn er den Müll einsammelt. Es ist doch nur für einen Tag, Onkel Chad. Das kannst du doch mal machen für mich. Darum geht's nicht, mein Junge. Ich will nicht den Zeitungsjungen spielen, verstehst du? Was denn? Das hat er doch hoffentlich nicht im Ernst verlangt. Ja, schon gut. Oh nein, das ist es nicht, so ein Früchtchen. Roger, habe ich dir nicht gesagt, du möchtest Onkel Chad nicht darum bitten? Ein Lehrer kann den Leuten nicht einfach die Zeitung bringen. Das ist unmöglich. Verstehst du, das ist eben eine Frage der Würde. Wieso Würde? Das ist es nicht. Hier, nimm jetzt deine Medizin. Die schmeckt eklig. Ja, ja, ich weiß. Ich will ganz einfach nicht kurz nach Mitternacht aufstehen müssen. Na schön, auch das ist durchaus verständlich. Aber davon abgesehen ist es für einen Lehrer unwürdig. Ich bleib dabei. Würde hat gar nichts zu tun damit. Es kommt immer darauf an, wie gut oder schlecht man eine Arbeit tut. Das ist es, was zählt, Werner. Das heißt also, du willst für den Jungen einspringen? Nein, das sagte ich nicht. Dann eben nicht. Lass es bleiben, Onkel. Mom, gib mir noch was von der Medizin. Wie bitte? Ich denke, sie schmeckt eklig. Ich will schnell wieder gesund werden. Ich muss morgen früh meine Zeitung austragen, weil ich sonst nämlich den Job verliere. Okay, ich mach's. Ah, wenn das so ist? Wenn du es wirklich machen willst? Hier stehen die Leute drauf, die Zeitung kriegen. Das Fahrrad steht im Hof. Warte, ich zeig's dir. Es ist wirklich ganz leicht. Um 7:30 bist du fertig. Ja, ja, glaube ich dir. Wirklich ganz leicht. Was, 5 Uhr? Wirklich 5 Uhr? Jetzt frage ich dich, warum du um 5 Uhr früh plötzlich los hast. Antworte mir! Los! Warum? Stimmt ja. Ich muss ja aufstehen, Zeitung austragen. Okay. Du hast nur deine Pflicht getan. Ich verzeih dir. Thank you.
So früh geht das aber schnell. Auch darum, keine Klinge drin. Jawohl, Chester, die schnellste Rasur, die du je erlebt hast. Was für ein herrliches Gefühl, so schön wach zu sein, bereit, der Welt ins Gesicht zu blicken. Man müsste sich dran gewöhnen, auch wenn es schwerfällt. Ja, ganz recht. Ich trage Zeitungen aus für meinen Neffen. Aber mit Würde. Was machen Sie denn mit Rogers Fahrrad? Ich vertrete Roger heute früh. Er liegt nämlich im Bett mit einer Erkältung. Ja, ich hab schon gehört. Roger ist ein netter Kerl. Ja, ein prima Kumpel. Er liegt mit einer Erkältung im Bett. Er kommt heute nicht. Sag mal eine Frage. Der Mann, wann kommt er? Der mit den Zeitungen, meine ich. Meistens ist er so 5:30 hier. Manchmal kommt er auch erst 5:45 an. Aha. Heute kommt er spät, hä? Ja. Meist ist er 5:30 hier. Manchmal kommt er auch 5:45. Er kommt schon, lass nur. Meist kommt er 5:30. Manchmal ist er auch 5:45 da. Ah. Sagt mal, was macht ihr denn hier so, wenn er wartet? Ach, alles Mögliche. Oft spielen wir Ball. Heute können wir nicht, weil Roger nicht da ist. Wieso? Ich kann ja für ihn spielen. Naja, von mir aus... Los, zähl! Nein, du! 1, 2, 3! Ha, ich hab's! Ich nehm, Yugi! Dann nehm ich Marco! Und ich Philly! Okay, dann nehm ich den da. Na, können wir? Ja. Es war kein Touchdown, Mann. Ich hab dich genau hier mit beiden Händen. Es war Touchdown. Ja, Touchdown. Ich sag euch, es war keins. Ich hab Sie ihn doch mit beiden nicht, Händen wie man das berührt. Spielt. Hier müssen Sie ihn berühren. Sonst zählt das nicht. Ja, hier genau mit beiden hier. Händen. Ja? Ja. Wusste ich nicht. Sowas muss einem dummen Menschen doch gesagt werden. Ich hab gedacht, wenn ich ihn da so... Wenn Sie so weitermachen, gewinnen wir bestimmt. Ich geb mir bestimmt Mühe, aber sowas muss einem doch vorher gesagt werden, Junge. Marco, du gehst jetzt 10 Schritte weiter runter die Straße, bis zu dem geparkten Wagen. Kapiert? Dann rechts rüber, dann links und dann wieder zurück. Ist gut. Okay, und was ist mit mir? Sie blockieren. Hm. Los! Komm, wirf schon! Mist! Was war denn das? Er war gedeckt und ich stand frei. Warum spielst du denn nicht zu mir ab? Hätten Sie den vielleicht gefangen, hä? So schlecht bin ich wirklich nicht, komm. Okay, okay, weiter. Also, Sie laufen jetzt 5 Schritte, dann rennen Sie sich rum und ich spiele zu Ihnen ab. Gut, gut, ist doch ein Wort. Auf, los geht's, los. Los! Der Wagen kommt, Leute, der Wagen! Hey, was war denn los? Warum spielt er nicht weiter? Ich Weil war so... Weil der Wagen da ist. Kommen Sie. Ein bisschen spät heute, was? Na, ihr schafft das schon. Die Murksen bei der Auslieferung, das solltet ihr mal sehen. Demnächst werden die Leute die Morgenzeitungen wohl erst am Abend kriegen. Und wenn die in Lastwagen fahren müssten, sogar erst eine Woche später. Tut mir leid, aber Sie müssen die Zeitung am Kiosk kaufen. Nein, ich wollte die Zeitung für Roger Kincaid, das ist mein Neffe. Und wo ist Roger? Er liegt im Bett mit einer Erkältung. Roger kommt heute nicht.
Richtig, ich bin sein Onkel und mache das ausnahmsweise für ihn. Haben Sie denn eine Vollmacht? Ich kann doch nicht jedem X-Beliebigen die Zeitungen geben. Wie soll ich wissen, ob Sie Rogers Onkel sind? Ja, glauben Sie denn, ich stehe so zeitig auf, weil mir das Spaß macht? Das weiß ich nicht. Und was meinen Sie, was ich mit 40 Zeitungen anfangen soll? Wer weiß, vielleicht lesen Sie gern. Nein, nein, hören Sie. Langsam wird's Zeit, ich habe noch ein bisschen mehr zu tun. Hat einer von euch schon mal den Mann gesehen? Nein, nicht. Haben Sie einen Ausweis dabei? Was? Ausweis? Auch das. Natürlich, Ausweis. Hier, suchen Sie sich aus, was Ihnen am besten gefällt. Führerschein, Kraftfahrzeugschein, Sozialversicherungskarte. Ist das alles, was Sie haben? Nein, ich habe auch noch 10 Zehen ohne Schwielen und Hühneraugen. Der einzige Mensch, der das von sich behaupten kann. Eigentlich darf ich es nicht tun, aber ich nehme das Risiko auf mich. Enttäuschen Sie mein Vertrauen nicht. Nein, nein, haben Sie Sie werden es nicht bereuen. Da haben Sie. Oh, vielen Dank. Bis morgen, Jungs. Wiedersehen, bis morgen. Hat Roger nicht jemanden anderen gehabt, den er schicken konnte? Wie macht man das? Na, ist doch kinderleicht, Mann. Rechts über links und links über rechts. Dann wird sie gefaltet und weggelegt. Rechts über links, du weißt doch. Rechts über links und dann falten. Falten ist gut. Aber wie? Na, rechts über links. Das mag ja noch gehen, aber links über rechts falten. Falten, falten. Wo die Leute draufstehen. Aha, los geht's. Schon fertig? Ja, ich hab's wieder. Also wirklich, das hat mir richtig Spaß gemacht. Ein bisschen Bewegung und so. Das ist vielleicht ein Hund, den die da vorne haben. Ja, ja, das ist ein Biest. Ich bin auch immer froh, wenn ich da vorbei bin. Was? Wieso musst du da vorbei? Das ist doch meine Route. Nee, nee, ich weiß nicht, was sie hier tun. Jedenfalls sind sie in der falschen Straße. Mein letzter Block ist Vista Drive. Wieso? Ich muss da. Ich werd verrückt. Rister Street. Da müssen sie 4 Straßen weiter runter. Oh, da ist es. Mit anderen Worten, Sie haben überall in die verkehrten Häuser die Zeitungen gebracht. Nein, nicht mit anderen Worten, genau das sind die Worte.
Haben Sie nicht meine Zeitungen gesehen? Natürlich habe ich überall Zeitungen gesehen, aber ich habe gemeint, es sind andere Zeitungen. Es gibt ja nicht nur die eine. Sammeln Sie die lieber wieder ein. Wenn sich jemand drüber beschwert, ist Roger vielleicht seinen Job los. Ja, mach ich. Jetzt fange ich wieder von vorne an. Ich würde Ihnen gern helfen, aber ich muss ja in die Schule. Ach so, die Schule. Da muss ich ja auch hin, verflixt. Also dann alles Gute. Ja, ja. Danke. Fehlt mir bloß noch die eine. Hm? Ach, Sir. Hey, Sir. Die Zeitung da brauche ich. Ja, ja, aber sehen Sie. Ich brauche sie. Die ist ganz... Das ist die doch, die ich... Entschuldigen Sie, aber... Dass ich völlig verblödet bin. Du bleibst die ganze Nacht weg und ich soll glauben, dass nichts passiert ist. Ja, das stimmt. Es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Ja, ja, nichts. Ich glaub's Ihnen. Aber sehen Sie... Ich nehme an, es ist zu viel verlangt, wenn eine Frau erwartet, dass ihr Mann nachts heimkommt. Ich würde vielleicht zu Hause schlafen, wenn du diese furchtbaren Dinger abschafftest. Ja, dabei schaffe ich doch nur wegen dir mit diesen Folterinstrumenten. Ja, von wegen. Du merkst nichts, Madame. Das würde ich mit meiner Schwester leben. Ich komme von der Post. Von der Los Angeles Post. Soll ich dir was sagen? Du wirst deiner Mutter von Tag zu Tag ähnlich. Oh, du hast meine Mutter, gib's zu. Du hast sie immer gehasst. Und das nach allem, was sie für uns getan hat. Was? Was hat sie für uns getan? Nenn mir nur eine Sache. Sie hat uns eine herrliche Hochzeit bezahlt. Oh, sicher. Und nicht einmal während dieser herrlichen Hochzeit, nicht einmal hat sie mit mir gesprochen. Weil sie so gerührt war. Wie bitte? Gerührt? Ha? Sie, junger Mann. Ja, ja, Sie wünschen. Fragen Sie ihn, warum er meine Mutter hasst. Ja, warum hassen Sie Ihre Mutter? Das will ich Ihnen sagen. Wir beide sind 24 Jahre verheiratet in diesem Monat und Ihre Mutter betrachtet das immer noch als vorübergehend. Das ist ja lächerlich. Ihre Mutter wechselt in ihrem alten Zimmer jede Woche die Bettwäsche. Ein harmloser Tick von ihr. Jedes Mal, wenn sie bei uns einen Streit miterlebt, sagt sie, dein Zimmer wartet auf dich, Harry. Das soll nun ein Argument sein. Na los, fragen Sie sie, was mit dem Zimmer ist. Was ist mit dem Zimmer? Er wird dir selbstverständlich zustimmen, wo er doch dein Freund ist. Du und deine Freund, Mutter. Ich bin von der Los Angeles. Also, ich hab sie auf meiner Familie Liste. Meine Familie hat uns geholfen, meine Mutter hat uns geholfen, mein Bruder hat dein uns geholfen. Dein Bruder. Haha, das Fell hat er mir über die Ohren gezogen. Weißt du noch, die blöden Aktien, die er mir aufgeschwatzt hat? Warte, ich will sie dir zeigen. Gleich. Ich habe sie damals zu 20 gekauft. Das wirst du noch wissen. Weißt du, was mit diesen fantastischen Aktien heute nicht ist? Nicht die... Runter, auf 13 sind sie. Lenk nicht vom Thema ab. Vielen Dank. Du bist trotzdem die ganze Nacht weg gewesen. Du weißt genau, ich muss in meiner Position mit wichtigen Leuten ab und zu ausgehen. Hört wo euch haben das Sie gesprochen? Soll ich Ihnen was sagen? Ja, wo ist er die Sport? Er ist ein Versager. Ich bin mit einem Versager verheiratet. Ich ein Versager? Ich bin der Assistent des Verkaufsdirektors der größten Begleitungsfirma von Los Angeles. Ich brauche die Sport. Das ist aber ein toller Posten. Wenn du dich meiner schämst, such dir einen anderen Mann, wenn du einen findest. Ja, ja. Ich glaube, es ist wieder mal an der Zeit, dass ich mich für ein paar Tage bei meiner Mutter von dir erhole. Oh, das werden Sie doch nicht machen. Wäre es freundlich, mir meinen Koffer runterzuholen? Nein, nein, laufen Sie doch nicht weg. Weg mit Schaden. Ach, Unsinn, in Wirklichkeit wollen Sie das doch und auch nicht. Und ob ich das will. Ich bin fertig mit ihr, mit ihrer Familie. Gut, aber die Sportseite. Hören Sie, ich habe genug von Ihrer Mutter und von Ihrem nicht. Bruder. Sportseite, Vater. Nein. Machen Sie das nicht. Ja, geh schon, mach, was du rauskommst. Ja, ich gehe und ich werde nie wiederkommen. Schluss jetzt. Mund halten und zwar beide. Mir reicht's. Sie haben meine Sportseite und wissen es nicht. Und Ihnen will ich was sagen, auch wenn es Ihnen nicht passt. Wenn ein Mann mal eine Nacht wegbleibt, ist das nicht gleich ein Verbrechen. Es stimmt, er ist nicht heimgekommen, aber Sie haben ihn nicht zu Wort kommen lassen. Er konnte Ihnen gar nicht erklären, warum er nicht heimgekommen ist. Wenn er... Und Sie. Nicht nur, dass Sie ausgehen und die ganze Nacht wegbleiben. Sie rufen Ihre Frau noch nicht mal an. Und sie macht sich Sorgen, weil sie denkt, Sie haben einen Unfall. Ja, das hätte ich wirklich machen können. Ja, natürlich. Sie wissen beide, dass ich recht habe. Aber ich will Ihnen noch was sagen. Hören Sie zu. Wenn Sie alt und hinfällig sind und Ihren 50. Hochzeitstag feiern und Ihre Kinder hier ein Fest für Sie geben,
Und wenn hier auf dem Tisch eine Torte steht, hoch bis an die Decke, und Sie wollen die Torte anschneiden und Ihre Hände zittern, und überall, wo man hinsieht, nichts wie Urenkel, Enkel und Kinder im ganzen Zimmer verstreut, und wenn Sie dann die Torte anschneiden und sich in die Augen sehen, werden Sie sagen, es waren doch ein paar schöne Jahre, die wir zusammen hatten. Was ist nun mit uns geschehen? Ich weiß nicht, was du meinst, Liebling. Merkst du nicht, wie all das Schöne aus unserer Ehe verschwindet? Eine Erinnerung kann man nicht umarmen. Hey! Tsch. Was ist denn? Wie kannst du so etwas Schreckliches sagen? Und wie kannst du dir bloß sowas ansehen? Aber es waren außerdem doch spielen sie mir sagen. Oh, mein Geliebter, sag mir noch einmal, dass du magst sowas, die heile Welt und so. Hier, ich habe für unseren Kranken was mitgemacht. Was denn? Da kommt doch sowieso nichts mehr. Wenn ich im Bett liegen musste, hatte ich immer Langeweile. Ich bringe sie ihm rauf auf sein Zimmer. Oben ist er nicht. Er ist draußen und spielt. Draußen und spielt? Ja. Gestern Abend, nachdem du weg warst, ging die Temperatur wieder runter. Und heute früh war die ganze Erkältung wie weggeblasen. Er war sogar in der Schule. Mhm. Roger war in der Schule? Ja. Hätte ich es ihm verbieten sollen? Was ist denn los mit dir? Du wirkst so müde. Ich müde? Das muss bloß so aussehen. Er war also in der Schule. Ja, wie bist du fertig geworden? Mit den Zeitungen? Ja. Oh, danke, es war aufregend was, ja, kann man sagen. Du, es war reizend von dir, für ihn einzuspringen. Ich meine, ich könnte mir denken, es gibt eine ganze Menge Leute, die das für unter ihrer Würde halten. Ja. Man könnte denken, ein Sportlehrer, der sich ein bisschen was nebenbei verdient. So ist es. Aber das macht nichts. Werner? Ja? Ich habe gestern Abend, du weißt vielleicht noch, was ich gesagt habe, ja? Es gibt keine Arbeit, die man nicht, ich meine, wodurch man schlechter würde, als man ist. Es kommt immer darauf an, wie gut derjenige, der sie tut. Wo ist mein lieber Neffe? Auf der Straße sicher. Gut, ich gehe jetzt nämlich hin und versohle ihm den Hintern. Back it.